You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier und willkommen zu einer weiteren Let's Play Serie. Und zwar konntet ihr auf YouTube dafür abstimmen im Community Tab, was denn die nächste Let's Play Klasse sein soll. Und bei 4.500 Stimmen und 38% hat der Schamane schlussendlich gewonnen. Das heißt, Schamane wird jetzt der nächste Let's Play Charakter sein. Den werden wir hier auch gleich erstellen und zwar diesmal wieder auf Seite der Allianz, weil das letzte Let's Play mit dem Todesritter war ja auf Seite der Horde. Deswegen switchen wir mal auf die andere Seite. Außerdem können wir hier mal das neue Startgebiet ballern. Das haben wir im Let's Play letztens auch nicht gemacht, weil mit Todesritter fangen wir ja gar nicht so weit unten an. Da habe ich leider damals ein bisschen gebrainlegt. Ansonsten für alle, die zum allerersten Mal in meine Let's Plays reinschauen, meine Let's Plays dienen auch als eine Art Podcast. Hier rede ich nämlich auch immer nebenbei über die neuesten Sachen rund um WoW oder generell um das Blizzard, um das Activision Blizzard Franchise. Das heißt, wenn euch das interessiert, könnt ihr natürlich auch da immer nebenbei einfach mal reinhören. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch jederzeit gerne Fragen stellen rund ums Spiel, rund um mich oder was auch immer, könnt ihr jederzeit entweder in den Kommentaren Fragen stellen oder alternativ auch wieder auf dem Server dann einen Charakter stellen und einen Brief an den guten Charakter schicken. Ansonsten fangen wir erstmal an und zwar der Schamane wird wie gesagt auf Seite der Allianz erstellt. Auf Seite der Allianz haben wir mehrere Rassen zur Auswahl. Wir hätten einmal die Kultiraner. Bin ich aber ehrlich gesagt nicht so der Mega-Fan, wenn ich mal... Ja, das sieht jetzt diese behaarte Brust einfach... Das sieht jetzt nicht so geil aus, muss ich mal sagen. Das ist schon mal nicht so mega meins. Dunkeleisenzwerge, sehr, sehr nice. Allerdings muss ich sagen, ich will das neue Startgebiet spielen. Und bei Dunkeleisenzwergen, komme ich da überhaupt ins neue Startgebiet? Oder fangen die Allied Races, fangen glaube ich mit Level 8 oder mit Level 10 an, oder nicht? Lichtgeschmiedete Trainer, gut, die können generell keine Schamanen werden. Lernelfen ebenfalls nicht. Panda wäre möglich, aber wir haben schon Panda gespielt in dem Let's Play. Deswegen will ich da erstmal kein noch ein Panda spielen. Trainer hatten wir bisher noch nicht. Ich bin halt einfach überhaupt kein Trainer-Fan halt auch. Ich weiß nicht. Ich glaube, am ehesten sagt mir halt der Zwerg zu. Und ich glaube, der Zwerg wird es vorerst auch werden, damit ich wenigstens halbwegs was zum Ansehen habe hier nebenbei. Wie gesagt, Trainer, ich feiere Trainer ja einfach nicht. Weder weiblich noch männlich. Jo, es gibt Glatze bei Trainer jetzt auch komplett. Sieht ja fast aus wie ich im echten Leben hier. Ansonsten, ich würde sagen, wir stellen uns einen Zwerg und schauen, dass wir den irgendwie so Wildhammer-mäßig machen. Einen Namen haben wir schon. Der heißt nämlich einfach Galadro. Ich habe vorher nämlich schon ein bisschen Namen rumprobiert, damit ich gleich einen finde, damit ich eine halbe Stunde rumprobieren muss, was für einen Namen ich schlussendlich haben will. Dann Hautfarbe. Entweder komplett dunkel oder komplett hell. Ich glaube, wir nehmen irgendwas dazwischen. Ich will so einen Wildhammer-Zwerg. Die waren eigentlich so, ja, so leicht gebräunt, glaube ich, immer, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, da können wir so was Standardmäßiges nehmen. Gut, Gesicht erkennst mit dem Bart halt eh so gut wie gar nicht. Das geht halt eh irgendwie komplett unterm Bart unter immer. Aber es gab ein so ein Gesicht, das war so mega fröhlich und eins war so mega irgendwie, ich weiß nicht, kein da aggressiv und immer Mund offen. Das ist ja mit dem Mund offen, genau. Da atmet er immer ganz stark. Ich weiß nicht. Nehmen wir mal zwei. Schau mal. Pferdeschwanz. Ah, Frisur. Ich dachte, was anderes gerade. Kurzer Pferdeschwanz. Zerzaust. Jo. Zerzauste Friese. Kurzer Zopf. Barbar. Barbar. Ich weiß nicht, so barbarisch sieht mir das nicht aus. Wenn ich an Barbar denke, dann müssen die Haare, keine Ahnung, wie ja, mehr oder weniger zerzaust sein und in alle Richtungen gehen, oder nicht? Soldat. Sehr, sehr nice. Gelehrter Mönch, fabelhaft. Jo, so richtig nicer Seitenscheitel hier. Was ist denn das halt? Okay, experimentell. Verwuschelt. Oh, so ganz zerknuddelter Zwerg. Überkämmt. Jo, ich in 10 Jahren. Berserker. Das sieht geil aus, oder nicht? Jo, für Wildhammer Zwerg, Berserker. Ja, klar, da machen wir dann noch sicke Tattoos und so weiter dazu. Da sehe ich mich, das fühle ich gerade. Haarfarbe? Ich glaube, Haarfarbe müssen wir nachher mit den Tattoos zusammen bestimmen. Wobei, blau eigentlich. Müsste eigentlich blau sein mit blauen Tattoos und so weiter. Jojojo, ich bin da ganz groß im Dran gerade. Dann haben wir einmal oben Bart. Ich meine, Schnurrbart muss sein, ansonsten geht Zwergengesicht halt gar nicht, wenn du einfach den Unterschied da ansiehst. So ohne, mit. Das sind halt Welten dazwischen einfach. Ich weiß nicht, ich würde sagen, so einen normalen, gestutzten Schnurrbart halt, der so schön in den normalen Bart übergeht einfach. Und dann auch Bart, Vollbart, Zwillingszöpfe, was haben wir hier, gepflegt, kurz, sieht nicht so geil aus, mittel auch nicht, verziert, auch nicht so der Fan, dicht, spitz, geflochten,
Humbug oder Grimbart? Ich muss sagen, Grimbart oder voll gefällt mir irgendwie mehr. Ich glaube, wir gehen einfach für Grimbart. Ich finde das mit dem kleinen Zöpfchen vorne, mit dem Gummiband drin, das hat irgendwie was. Dann Augenfarbe. Augenfarbe, da können wir hier ein Auge trübe machen, können wir nett. Okay, das heißt, wir können hier nur eine Farbe nehmen. Hier gibt es kein so ein dunkles Blau. Ich meine, das wäre ein bisschen dunkler. Wobei, das hier würde eigentlich gehen. Das passt doch recht geil dazu rein. Dann, was haben wir hier noch? Ohrringe. Da hat er so einen Nasenring auch. Federn. Federn passen zu Wildhammer Zwerg. Da können wir eigentlich rechts diese blauen, blau-weißen Federn rein. Gehen die nicht anders, dass die auch nach hinten stehen? Nee, ne? Da würden nur die Flügel, die komischen Flügelfedern reingehen, weil die sehen nicht so geil aus. Ich glaube, da nehmen wir lieber die blau-weißen hier. Nasenring. Zwei Doppel-Links. Einfach komplett zugepflastert mit Nasenring hier. Komm, damit er ein bisschen wild aussieht, hat er vorerst auch mal Nasenringe. Die können wir jederzeit wieder rausmachen, aber vorerst hat er auch mal Nasenringe drinnen. Dann, was haben wir hier? Eisenschmiede, Nistgipfel, Hinterland. Hinterland ist sehr, sehr geil. Donner oder Himmel. Gibt's das in Blau? Das in Blau? Das mit dem Iro kommt aber nicht so bad, ehrlich gesagt. Das mit dem Iro kommt nicht so bad. Na, Farben kann man dann auch geil switchen. Als Zwerg hat schon geile Kustomisierungen bekommen, ja. Himmel sieht auch nicht bad aus. Nistgipfel sieht ehrlich gesagt auch nicht bad aus. Das passt irgendwie mit dem Ohrending dann besser, kommt mir vor. Mit den Federn in den Ohren. Ich würde sagen, wir gehen für Hinterland vorerst mal. Das sieht kein der Pog aus. Jetzt bräuchten wir dann nur noch so einen Mog, der irgendwie oberkörperfrei ist. Ja, da gehen die Arschhaare, gehen halt auch bis zum Rücken hoch. LG. Okay, wunderbar. Der gute Galadro, er ist erstmal erstellt. Damit dürfen wir uns entscheiden, ob wir ins alte oder ins neue Startgebiet gehen. Und wir entscheiden uns fürs neue. Insel der Verbannten haben wir nämlich bisher noch nicht gemacht im Let's Play. Deswegen würde ich mal sagen, wird höchste Zeit, dass wir dem Ganzen mal einen kleinen Besuch abstarten. Ja, wenn man das erste Mal mit dem Charakter einloggt, man kennt's. Es ist einfach alles voll mit irgendwelchen Add-ons, die man irgendwo irgendwann mal benutzt hat. Deswegen müssen wir da erstmal irgendwie alles einstellen, damit das halbwegs nach irgendwas aussieht. Deswegen machen wir jetzt mal alles zu. Dann brauchen wir hier erstmal irgendwo einen, wen haben wir da hier am besten? Nehmen wir Iron Shyami, oder? Ja gut, das haben wir eh so gut wie in den Jahren. Eigentlich können wir das auch ausmachen dann. Ansonsten, Tutorials können wir auch noch ausmachen. Gladius machen wir auch noch weg. Und dann stellen wir mal ganz fix unser Interface ein. Ich meine, ich kann das gerne wieder zeigen, aber allgemein hätte ich auch ein Video drüber, wie ich mein Interface sonst zusammenbaue, wenn euch das sonst interessieren sollte. Wir gehen hier erstmal auf Anzeige. Dann haben wir hier Status-Text. Das wird oft gefragt. Das ist der Text, dass beides angezeigt wird. Oben in der Namensleiste, also in der im Charakterporträt die 100% und die HP-Anzeige. Ansonsten kann man auch numerischer Wert oder was auch immer man dort sehen will. Ich habe das immer gerne mit beiden. Sprechblasen nehme ich immer aus. Tutorials können wir ebenfalls ausmachen, weil die brauchen wir hier in dem Fall auch nicht. Navigation haben wir an. Umrissmodus habe ich immer nur Questziele. Charaktervorhebung lassen wir hier bei Kreis. Dann haben wir hier ja mehr oder weniger Gildenmitgliederalarm oder sonst irgendwas. Das ist hier egal. Chatstempel brauchen wir auch nicht. Dann Aktionsleisten mache ich in dem Fall hier eigentlich immer nur eine an, aber ich muss am Anfang auch die rechts hier einstellen. Normalerweise habe ich, wie gesagt, einfach nur das hier und habe dann rechts noch die eine Aktionsleiste an, um hier ein bisschen was zu sehen. Noch was, was nice ist, Leiste immer anzeigen, mag ich gerne persönlich, einfach, dass man die Leisten immer sieht. Und Zahlen für Abklingzeiten ist sehr, sehr geil. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, dann sehe ich hier unten den Timer auch, wie lange das noch anhält. Ansonsten, meinen Namen habe ich sogar ziemlich oft eingeblendet, in dem Fall machen wir aber aus und dann hier habe ich eigentlich nur Quest-NSCs an, weil ich das nicht mag, wenn mir alle Namen permanent überall aufblitzen. Dann, persönliche Ressourcenanzeige ist die komische Bar in der Mitte unterm Charakter, das mache ich persönlich nicht. Aufblitzen mit Bedrohungsverlust und brauchen wir hier auch nicht. Wasserkollision und so weiter haben wir alles aus. Und dann haben wir noch Gruppen wie Schlagzüge anzeigen, dann machen wir Fensterhöhe ganz hoch, machen Klassenfarben an. Rahmen und so weiter, das brauchen wir dann im späteren Verlauf. Dann haben wir einmal das Addon Align, A-L-I-G-N. Damit kann man das einmal eingeben, dann kriegt man hier so ein Raster, denn ich mache mir meine Porträts eigentlich immer in die Mitte des Bildschirms, weil ich das einfach übersichtlicher empfinde. Und dann nehmen wir hier einfach die Kästchen und dann machen wir 5 Kästchen auf die Seite einmal. Und das gleiche machen wir hier auf der anderen Seite auch nochmal, das heißt hier auch nochmal 5 Kästchen auf die Seite.
Und dann fixen wir das hier mehr oder weniger wieder rein, indem wir das einfach sperren. Dann können wir das nochmal eingeben und dann haben wir hier wunderschön die Porträts einfach in der Mitte. Dann Chatfenster kann man hier ebenfalls noch. Man kann das Chatfenster jederzeit freimachen. Dann kann man das hier zusammenziehen, wie man es haben will. Dann kann man unter anderem natürlich auch noch ein neues Fenster erstellen. Das nenne ich immer privat. Da gehen wir dann auf Einstellungen und dann, was ich hier nicht haben will, das hier will ich alles nicht haben. Das Einzige, was mich hier interessiert, sind zum Beispiel einmal Whispers und einmal Blizzard flüstern, also einfach Battle.net. Gruppe und Gruppenanführer könnte man auch noch anlassen, je nachdem, was man da schlussendlich zeigen möchte. Ansonsten kann man sich noch mehrere Chatfenster machen, je nachdem, was man hier alles braucht. Und kann halt jedes Fenster, in dem man hier auf Einstellungen geht, immer einstellen, was einen interessiert und so weiter. Gleiche gilt natürlich auch für den Kampflog, kann ich auch alles einstellen, was mich dort schlussendlich interessiert. Dann, ich move das immer hier unter, das erstens um den Chat zu hiden halt während dem Stream, falls mir irgendeiner whispert, und ansonsten ist es generell links unten, mache ich den Chat generell am liebsten. Dann Kamera sehe ich schon, Minimap haben wir gerade noch keine, weil wir eben auf der neuen Startinsel sind und jetzt fangen wir erstmal an mit dem ganzen Gequeste hier. Und wie gesagt, damit sind wir ready, unsere ersten Quests hier abzuschließen. Man könnte sich allerdings auch noch hier die Erbstücke herstellen, das machen wir erst im späteren Verlauf. Ich mag das hier ehrlich gesagt ganz gerne, auch ohne Erbstücke, ich mag das Intro hier irgendwie mega. Ich wusste auch vorerst gar nicht, dass man Erbstücke herstellen konnte, weil eine Zeit lang hat das gar nicht funktioniert hier in dem Gebiet. Das haben sie erst irgendwie mit einer Zeit dann eingeschalten. Aber nichtsdestotrotz fangen wir hier an, und zwar mit Captain Garrick. Das Witzige ist nämlich sogar, dass das hier alles vertont ist. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben und ich muss auch sagen, dass das Startgebiet im Allgemeinen sehr gelungen ist. Ich meine, ihr könnt ja mal selber sagen, habt ihr das Startgebiet schon mal geballert? Ich persönlich feiere das irgendwie mega. Ich mag die Atmosphäre davon, es sind sehr viele Reused Assets, also quasi Sachen, die sie halt genommen haben in vergangenen Expansions und Co., wie zum Beispiel halt auf Warlords of Draenor, die ganzen Ogre-Strukturen und so weiter. Das da drüben ist halt mehr oder weniger von Sturmheim, das hier oben ist so die Nachtelfen-Sachen, die wir so kennen aus dem Game. Alles in allem aber nicht weiter schlimm, weil ich meine, die Architekturen wiederholen sich logischerweise immer wieder, wenn es halt die gleichen Fraktionen sind, die es schlussendlich gebaut haben. Aber alles in allem halt cool, dass sich so eine Story durchbegleitet. Was ich ein bisschen vermisse ist, dass es halt dann fehlt, schlussendlich, wenn man dann weitergeht und weiterlevelt. Denn als neuer Spieler, wenn man unterwegs ist, dann ballert man hier das Gebiet durch. Das Gebiet ist cool aufgebaut, man lernt ein bisschen so seine Klasse, hat so ein paar Klassenquests und so Stuff. Aber dann im späteren Verlauf, siehst du diese Leute halt nie wieder. Ich würde gern zum Beispiel Gefreiter Cole oder Coley, würde ich gerne sehen, dass man dann zum Beispiel, ich weiß nicht, Sturmwind ankommt, dann wird einem noch so ein bisschen was erklärt von den Lore-Charakteren, die man hier kennengelernt hat, und dann sind sie mehr oder weniger irrelevant, weil dann sieht man sie halt nie wieder. Ich würde mir echt wünschen, dass sie da vielleicht im nächsten Add-on das irgendwie weiter ausbauen und da irgendwie dafür sorgen, dass man die dann in Zukunft auch noch irgendwie weiter sieht. Dass wenn man zum Beispiel hergeht und Kalimdor oder östliche Königreiche überarbeitet, dass ich halt dann ja mehr oder weniger fertig bin mit der Questreihe hier. Und dann, wenn ich halt ankomme, dann lerne ich die halt oder sehe ich die immer mal wieder in den verschiedenen Questgebieten und helfe ihnen halt bei den ein oder anderen Tasks. Weil so integrierst du halt die verschiedenen Charaktere, die wir hier zum Beispiel kennenlernen, einfach immer mehr und mehr in die Geschichte. Was ich persönlich halt mehr oder weniger ziemlich feiern würde, ehrlich. Deswegen auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gespannt, wie es dann weitergeht, weil wir haben ja diese Woche, wenn ihr das Let's Play seht, ist es ja mehr oder weniger soweit, dass die nächste Add-on-Ankündigung ansteht. Und dann werden wir ja sehen, ob das ein oder andere dann schlussendlich kommt, was wir uns denn alle persönlich erhoffen. Ansonsten, die Startrüstungen, die sie eingefügt haben, finde ich auch ziemlich cool. Das Einzige, was schade ist, wenn du jetzt in alten Gebieten Levels, wenn wir sagen, wir gehen jetzt nicht in das neue Startgebiet oder so, weil hier kriege ich ja dann die Warfront-Rüstungen mehr oder weniger als Quest-Reward. Wenn ich jetzt allerdings in die alten Startgebiete gehe, dann kriege ich einfach Rüstung, die sieht bei weitem hässlich aus als alles, was ich halt hier kriege. Aber es ist immer cool zu sehen, dass hier ist halt immer alles voll halt mit neuen Spielern, weil hier kommen halt in einer Tour neue rein und die anderen gehen raus, weil das ist so ein Gebiet, da bleibst du nicht drinnen, sondern du levelst halt von einem Part durch den nächsten so komplett durch, bis halt ganz oben bei der Zitadelle angekommen bist. Und ist halt immer cool, hier die Leute zu sehen. Und das würde ich mir halt gerne wünschen für den ganzen zukünftigen Content generell. Das ist eben ein Thema, wo wir schon oft drüber geredet haben, eben in den Let's Plays und Co. Ich finde Facing nach wie vor nicht so schlecht, aber es hat natürlich auch, oder es verliert natürlich auch irgendwo seinen Anreiz, oder es hat mehr Anreiz, wenn man schlussendlich halt wieder in Gebieten unterwegs wäre, wo man dann einfach die ganzen Leute sieht, dass sie halt wieder unterwegs sind. Aber wenn man sagt, Facing und Co. bringt halt so viele Vorteile beim Questen und so weiter, damit es halt nicht alles überfüllt ist, damit es halt nicht irgendwie
ja, generell nicht einfach nervig ist die ganze Zeit, wenn du am Leveln bist und irgendwie alle 5 Sekunden schnappt irgendwie einer deinen Mob weg, weil halt irgendwie komplette Gebietrand voll ist. Ich erinnere mich dann noch immer ganz gerne düster an, war das Cataclysm oder Mists of Pandaria? Mists of Pandaria war es, wo es auch komplett broken war, zum Beispiel am Anfang mit dieser Flugmaschinen-Quest und so, wo einfach gar nichts ging. Alles in allem wäre es schon cool einerseits, sowas wieder zu haben, dass man halt in gewissen Zonen vielleicht alle Leute sieht, aber andererseits ist es halt auch schon geil, wenn du halt Sachen farmen willst oder sowas wie gewisse Rares, und das ist halt nicht so hart überfarmt wie, ich weiß nicht, Mists of Pandaria, die Zandalari Rares für die Mounts oder für die Rufmarken oder so irgendwas. Wenn man da halbwegs rankommt, dann ist das schon irgendwie ein bisschen attraktiver, als wenn du irgendwie gar keine Chance hast, da die zu finden, wenn da wieder alles zusammengelegt wäre. Also, wie gesagt, es bringt halt alles so seine Vor- und Nachteile schlussendlich. Und da wäre ich halt, oder da bin ich persönlich sehr, sehr gespannt, ob sie das in Zukunft irgendwie verändern wollen oder halt eine andere Idee hätten, wie sie das angehen können, weil ich persönlich hätte jetzt nicht unbedingt eine Idee, ich rede hier nur ganz schlau vor mich hin. Das ist so. Ja, das ist schon das Normale, was man heutzutage macht, oder ne, wenn man auf Twitter und Co. unterwegs ist. Man hat immer mehr Ahnung als alle anderen prinzipiell. Aber wäre sehr, sehr gespannt, wie man sowas halt weiter ausbauen kann. Und generell natürlich, was sie schlussendlich halt für das nächste Add-on geplant haben. Wenn ihr das Video hier seht, am 19., also wenn die Add-on-Ankündigung ist, werde ich natürlich auch streamen. Das heißt, ich schaue mir das zusammen mit meiner Community an. Wenn ihr das mit mir gemeinsam sehen möchtet, dann könnt ihr das natürlich jederzeit gerne machen. Einfach auf twitch.tv/yami vorbeischauen. Da werden wir unter anderem auch eine Art Bingo machen. Ich habe schon gesagt, dass wir... dass ich so Spekulationen mache und halt mehr oder weniger spekuliere, was halt im nächsten Addon drinnen sein könnte. Da werden wir noch im Stream die Liste ein bisschen ausarbeiten, und wenn dann schlussendlich die Ankündigung ist, werden wir schauen, ob ich mit irgendwas richtig gelegen habe. Und wenn ich mit irgendwas richtig lege, dann machen wir immer so eine Art Giveaway, also irgendwie Game Time oder eventuell 1 bis maximal 2, 3 Collectors Editions, schauen wir mal. Je nachdem, was die Bankomat gerade hergibt. Na, aber wenn wir so Kleinigkeit machen. Ich habe gesagt, ich wollte dieses Jahr ein bisschen mehr an die Community zurückgeben. Für die letzten paar coolen Jahre, die wir hier hatten. Hier kann ich euch auch noch was zeigen. Das finde ich persönlich irgendwie witzig. Ich weiß ja nicht, wie ihr persönlich Spiele konsumiert. Aber wenn man bei mir zuschaut, wenn ich zum Beispiel im Stream jetzt oder auf dem Highlight-Kanal, der ist by the way auch unten verlinkt, das ist mein zweiter YouTube-Channel, wo ich halt die ganzen anderen Random-Games hochlade. Wenn man mir bei so Games zuschaut, ich kann nur selten irgendwie einem Main-Weg folgen. Ich bin immer direkt überall abgelenkt. Wenn das Open-World-Game ist oder was, brauche ich teilweise stundenlang, bevor ich überhaupt die ersten paar Quests abschließe, weil ich immer irgendwo sidetracked bin, irgendwo durchs Gebiet durch und irgendwelche anderen Sachen mache. Und da finde ich solche Sachen immer cool, so kleine Easter Eggs, wie wenn ihr hier zum Beispiel den guten Jörg, wie heißt der, Jörgka, was ich halt aussprechen kann, da siehst halt, kannst halt einfach mit dem labern, und ist halt einfach so ein kleines Easter Egg und kannst halt einfach sagen, er soll dich halt zurückwerfen, bis halt wieder bisschen zu sehr sidetracked gewesen, und dann kannst du dich einfach von dem Guten zurück jeeten lassen. Was ich halt irgendwie, ich weiß nicht, ich finde sowas immer nice, wenn so Kleinigkeiten halt eingefügt sind. Das macht halt spielerisch irgendwie, ich weiß nicht, macht halt spielerisch nochmal einen kleinen Unterschied, als wenn halt normalerweise irgendwie nix wäre einfach. Ich kann mich nämlich noch erinnern, als ich angefangen hatte mit WoW, das war zu Mitte Classic, mit meinem ersten Charakter, mit meiner Nachtelfin natürlich Krieger, weil Girl und so. Da war ich auch als allererstes direkt auf Erkundungstour. Da habe ich so ein bisschen Teldrassil gequestet, dann halt Richtung Dunkelküste, wo man als nächstes hinkommt, und dann habe ich irgendwie so ein bisschen den Faden verloren, wo ich halt weitergehen kann, wo ich halt weiterleveln kann, weil WoW war mein erstes MMORPG, was ich schlussendlich gespielt habe, und ich hatte halt keine Ahnung, wo ich dann schlussendlich halt weiter questen konnte. Und dann dachte ich, ja, jetzt gehe ich halt auf Erkundungstour. Und dann habe ich da gesehen, Azshara sieht aber ganz interessant aus, das Gebiet. Nur, dass ich dann versucht habe, darf ich schon auf die Weltkarte gerade? Nein. Nur, dass ich dann versucht hatte, von der Dunkelküste aus Richtung Azshara zu kommen. Und das war dann schlussendlich nicht ganz so geil. Also ich soll einen Blitz wirken, glaube ich. Die erzählt mir hier, was ich schlussendlich machen soll. Genau, dann kommt die hier rein und dann darf ich sie unter starken Angriff stellen hier. Bin dann jedenfalls von der Dunkelküste ganz nach oben gegangen und dann komplett außen rum zusammen mit dem Kollegen fast irgendwie zwei Stunden lang dort im
eben mehr am Rand entlang geschwommen, bis wir schlussendlich irgendwann angekommen sind in Azshara. Und dann sind wir hochgegangen und direkt down gegangen, weil, gut, da war halt alles voll mit diesen Elite-Steinriesen, deswegen konnte ich da schlussendlich da einfach gar nichts tun. Das war also sehr, sehr dumm, da halt, ja, mein Glück zu versuchen, mehr oder weniger. Irgendwie akzeptiert die gerade nicht. Ausgezeichnet, verwendet weiterhin. Achso, ich soll das weiterhin wirken. Ja, das war so meine erste Erfahrung. Und da sieht man halt, wie sehr ich mich halt ablenken lasse von allem, was irgendwie im Gebiet abgeht. Da bin ich immer sehr, 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 sehr schnell irgendwo eigen unterwegs. Auch wenn es jetzt irgendwie nicht angegeben wird oder so, dann bin ich da meistens komplett lost. Ich habe so viele coole alte Stories noch, wo ich angefangen habe halt zu spielen. Aber ich habe im Stream halt auch schon hunderte Male erzählt. Aber ich meine, für den einen oder anderen neuen Zuschauer, meine allererste Dungeon Experience, die ich jemals hatte in WoW, war halt mit Todesminen, und ich wusste nicht, was Dungeons sind. Also ich hatte keine Ahnung, ich habe in meinem Leben noch nie gehört, was ein Dungeon ist. War halt irgendwie 12 Jahre alt oder so irgendwas um den Dreh. Wie alt bin ich jetzt? 29? Ja, kommt hin, 12, 13, 14 Jahre alt um den Dreh. Wo ich halt dann zum ersten Mal eingeladen wurde, weil hat einfach einer gefragt, und ich habe geschrieben, ja, ich komme mit, wusste halt nicht, was er will. Und dann bin ich da halt hingegangen, und da waren wir in Todesminen unterwegs, und dann habe ich in Todesminen halt in einer Tour Erze gefunden. Und dachte ich mir, ja, die Erze, die nehme ich halt schon mit und baue die halt in einer Tour ab. Und dann wurden die in der Gruppe immer mehr und mehr mad, weil die haben natürlich die ganze Zeit den Trash gespielt. Die haben ja versucht, den Dungeon zu clearen. Ich hatte halt keine Ahnung, was die da gerade machen. Deswegen bin ich in einer Tour einfach gesehen, ja, die Pullen, ja, dann gehört das Erz wohl mir. Bin halt wieder zum Erz hin. Dann wurden die immer mehr und mehr mad. Und da haben die halt geschrieben, ja, wenn ich halt nicht bald mal anfange mitzuspielen, dann schmeißen die mich halt aus der Gruppe raus. Und dann dachte ich mir halt, ja, ich meine, die brauche ich halt nicht, auf die bin ich halt nicht angewiesen. Und dann haben die mich halt rausgeschmissen, weil ich halt irgendwas geschrieben hatte. Und dann bin ich halt, da waren wir gerade, wo die Tür aufgeht Richtung dem Goblin-Viertel, wo dann der Goblin-Boss ist mit den ganzen mechanischen und so weiter. Da bin ich dann reingegangen, habe zwei Mobs gepult, war instant tot, und dann war mir das Ganze so peinlich, dass ich halt direkt Alt+F4 gedrückt habe und halt Game beendet habe. Direkt offline gegangen, schlafen gegangen. Das war eine sehr, sehr ungute erste Erfahrung. Und meine zweite Dungeon-Erfahrung sah auch nicht besser aus. Das war ja vor BFD, also Black Phantom Deeps. Das war halt auch im Endeffekt, ja, lief ziemlich gleich ab, mehr oder weniger. Nur, dass ich dort gar nicht wusste, dass sich dort ein Dungeon befindet. Die haben mich halt eingeladen und ich dachte, die wollen mit mir zusammen die Quest dort abschließen, aber die wollten eigentlich in den Dungeon reingehen und ich wollte eigentlich nur draußen dieses Satyr hier erfarmen. Da haben sie mich dann auch wieder rausgeschmissen, als sie dann gecheckt haben, dass ich halt die ganze Zeit irgendwas mache. Und ja, da bin ich dann auch permanent gestorben, weil ich dachte, ich kann halt diese Quest halt für mich alleine abschließen, aber ich habe die Quest tatsächlich dann sogar beendet mit den Satyr-Gehirnen, weil die sind ja alle Elite dort vorne draußen. Nur bin ich halt immer und immer wieder gestorben, und zwischendurch kam halt eine Gruppe vorbei, die halt BFD laufen wollte, und haben halt immer wieder mal meine Mobs gekillt, und ich konnte halt reinloten, weil ich ihn zuerst gepult hatte, und dementsprechend hatte ich irgendwann mal die Quest fertig. Ja, ich meine, am Anfang, wenn man neu ist in Game, stellt man sich immer irgendwie extrem blöd an. Das heißt, wenn du dich gar nicht auskennst in dem Game, ist das halt immer irgendwie ein bisschen fragwürdiger alles. Macht eigentlich mein Blitzschlag bei weitem mehr Schaden? Irgendwie macht mein urtümlicher Schlag am meisten Damage von allem hier gerade. Das ist halt eh witzig, weil du kriegst ja am Anfang eine Ability, die halt nie wieder brauchst dann im späteren Verlauf. Weil ich meine, ist immer noch besser, als wenn man gar nichts hat. Ich meine, man hat sie immer noch im Lock drinnen, also man kann sie weiterhin... Was? Ja, ist am Struggling gerade. Wieso hat der... Die sind halt alle neutral. Wie hat er das denn geschafft? Der ist sicher neu im Spiel. Der ist 100% neu, oder? Sollen wir schauen? Wir schauen mal ganz kurz, ob der neu ist. Das würde mich jetzt interessieren, wie er das gerade geschafft hat. Die Erfolge vergleichen. 675 Achievement Points. 675 Achievement Points, aber ist nicht ganz so neu. Ein paar Dinger hat er doch schon abgeschlossen, aber scheint einige Zeit aus zu sein, dass er das letzte Mal gespielt hat, glaube ich. Aber allzu viele Erfolge hat er jetzt nicht. Dann gönnen wir uns das hier, dann kriegen wir schon unser erstes Totem. Das ist ja das, was die Schamanen überhaupt ausmacht. Da haben wir unser Slow-Totem. Wie sehen die überhaupt aus jetzt? Okay, die sind noch nicht neu gemacht worden, glaube ich, oder? Ne, das sind, glaube ich, noch die alten Totems. Ich meine, es sind nicht die Holz-Totems, aber es sind noch ältere Totems, sagen wir so. Aber sieht wenigstens ein bisschen besser aus als diese normalen Standard-Totems von den Orks. Die sahen irgendwie am meisten verpixelt aus bisher von allen, die man irgendwie gesehen hat.
Aber ansonsten, wie gesagt, die Story, die sich hier durchzieht, durchs Gebiet, ist eigentlich relativ cool. Aber ich habe das jetzt auch schon irgendwie, ich will nicht lügen, ich tippe mal so 30, 40 Mal gemacht hier, weil ich doch relativ gerne und sehr oft Chars level und einfach nur Sachen probiere halt die ganze Zeit. Gerade wo ich halt getried habe für meinen Speed-Level-Try, wie schnell man leveln kann, habe ich ja auch die Gebiete miteinander verglichen, also diese normalen Startgebiete und dann halt die das Startgebiet hier. Und das Startgebiet hier ist im Schnitt meistens schneller, es kommt drauf an. Einzige Ausnahme wäre zum Beispiel, das Worgen-Startgebiet ist tatsächlich sogar sehr, sehr schnell und das Untoten-Startgebiet ist halt auch schnell, aber nur aufgrund dessen, weil mehr Rare-Dichte dort ist. Das heißt, dort sind bei Weitem mehr Rare-Gegner und die geben halt einfach bei Weitem mehr Erfahrung als alles andere, was man sonst machen kann. Das ist auch komplett vertont. Ja, haben wir eh vorher, glaube ich, schon drüber geredet. Das finde ich dann auch nice mit den ganzen, Voice-Overn. Erinnert mich ein bisschen an mein Elder Scrolls Online-Gameplay oder Playthrough. Weil in Elder Scrolls Online ist auch mehr oder weniger eigentlich jede Quest vertont. Wobei, Es ist cool, wenn manche Questreihen vertont sind und gewisse NPCs vertont sind, aber bei ESO zum Beispiel, also bei Elder Scrolls Online, war es schon ein bisschen nervig, weil da war halt wirklich jede Questing vertont, jedes Ding, wo irgendwo hingegangen bist, und das war halt einfach nicht mehr, da war selbst schon, kennt ihr das, wenn ein Buch lest oder lesen sollst und du einfach gar keinen Bock hast, und da war halt im Endeffekt schon gleich, ja schon so gar keinen Bock mehr irgendwie zuzuhören, was überhaupt noch die Story ist, weil es einfach so viel war, aber das ist dann dieses andere Extrem halt. Also es gibt immer so ein Mittelding irgendwie. So einerseits angenehm, wenn es halt ein bisschen irgendwie geschrieben ist, andererseits angenehm, wenn es halt irgendwie, ja, mehr oder weniger einfach ein Voice-Over ist. Jo, Mini-Eber! Der Mini-Eber ist am Start. Wie schnell der einfach gerade gerannt ist. Ich glaube, der nächste ist explodiert hier. Kaboom! Kabooms! Ja, das sind nicht richtig eingestellt, den Größenänderer. Da sind nur die Knochen gewachsen und die Haut nicht. Und Nummer 3. Der Rucksack ist auch cool. Der wäre auch noch ein cooles Rückenkosmetik irgendwie. Der sieht halt richtig sick aus. Hey, Rückenkosmetik haben sie sicher ziemlich ausgetobt. Ich bin halt eh wirklich sehr, sehr gespannt, was sie halt mit dem nächsten Addon dann gerade Transmog-mäßig einfügen. Weil bei den letzten Erweiterungen, wenn wir so zurückschauen, irgendwie das ganze Revue passieren lassen, es ist von Addon zu Addon dann immer mehr dazugekommen, gerade was irgendwie so 3D-Assets halt mehr oder weniger angeht. Wenn wir halt zurückgehen, irgendwie bis WOTLK, war halt recht, die Schultern waren immer so ein bisschen nach vorne gedrückt, also mehr oder weniger, dass da so 3D-Elemente rausgekommen sind. Ansonsten war immer alles recht flach bei den Sets. Dann mit WOTLK schon ein bisschen mehr geworden, wobei es sind halt eigentlich immer dieselben Handschuh-Skins und Gürtel-Skins, die sie genommen haben. Dann Kataklysm, nochmal ein bisschen mehr, gerade Schulter noch ein bisschen mehr ausgebaut. Da sehen wir aber auch schon, dass so Objekte runterhängen und so weiter. Dann noch weiter reingehen. Wallets of Draenor, dann mit den Gürteln, wo die Gürtelteile halt runterhängen und so weiter. Mit den fliegenden Aspekten von den ganzen Sets. Dann in Legion noch mehr ausgerastet, dann mit Special-Effekten überall am Gürtel mit der Kugel drinnen und so weiter. Dann hier die T6 mehr oder weniger Remaster-Sets oder halt überhaupt dann, ja, das Teil. Das ist einfach, Kopf ist ja halt komplett am Eskalieren einfach. Dann auf den Handschuhen halt so extra 3D-Dinger drauf. Nicht mehr überall die gleichen Handschuhe. Ich weiß ja nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber in WoW von eigentlich bis Kataklysm haben sie immer dieselben Handschuhmodelle genommen. Es sind immer zum Beispiel diese Handschuhe mit dem Aufbau. Dann gibt es noch eine andere Variante, und zwar die Handschuhe hier. Und ich glaube, eine dritte Variante gab es noch, aber das sind immer die gleichen Modelle. Die hier gab es noch, genau. Mit den umgestülpten Teilen hinten. Aber es sind immer und immer und immer die gleichen Handschuhe. Einfach nur mit anderen Texturen drauf halt. Da haben sie sich nie ein Bein ausgerissen damals. Aber jetzt mittlerweile wird es immer mehr so eigene Sachen halt mit 3D-Elementen drauf und so weiter. Wo sie halt eigene neue Dinge halt probieren. Wo ich halt wirklich sehr, sehr gespannt bin. Ja, mehr oder weniger was da, wie das halt noch mehr eskalieren soll. Weil jetzt haben sie halt auch angefangen, halt immer mehr mit so Brustdingern und Schuhe. Schaut euch mal die Schuhe an. Halt, Schuhe eskalieren halt auch komplett. Bei den Zehen überall 3D-Modelle drauf. Hier an den Knöcheln überall, bei den Fingern halt. Gürtel wird immer noch massiver mittlerweile. Hinten bei den Kettendingern hängen mittlerweile so bei Gürtel oder bei der Hose geht so ein Teil halt vorne auf der Seite raus und so. Ist halt schon krass, wie das immer mehr und mehr wird. Hier hängt überhaupt schon so ein Dolch runter. Kragen gehen hoch bis zum geht nicht mehr. Sowas finde ich halt richtig, richtig geil hier. Deswegen wirklich sehr, sehr gespannt,
was sie hier noch weitermachen. Hier auch hinten die Teile jetzt raus überall und bei Brustrüstungen haben sie auch schon so Panzer, die vorne so rausgehen oder so Kragen, die nach vorne gehen und so weiter. Sehr, sehr cool. Bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob sie da noch irgendwie bei Weitem ja, mehr machen können. Weil gerade Umhänge war ja das, was für das Shadowlands mehr oder weniger stand, wenn man an Transmog denkt. Weil bei Umhängen haben sie auch mehr und mehr eingefügt jetzt mittlerweile. Wenn wir bei Umhängen nochmal spezifisch reinschauen, da gibt es ja auch die, ich weiß nicht mehr für was das hier war, der Murloc-Ding, was man kaufen konnte, glaube ich. Und dann gibt es halt hier noch den Rucksack und wenn wir hier weiter zurückscrollen, halt diese ganzen Metalldinger am Rücken, irgendwelche Grabsteine, Flügel. Was haben wir noch? Den Seuche-Rucksack, der auch sehr, sehr geil ist. Ist halt, ich bin sehr, sehr gespannt, wohin das Ganze führen wird jetzt in den nächsten, in der nächsten Erweiterung, ob sie dann noch mehr Ideen haben, was irgendwie in diese Richtung geht. Und gerade Umhänge kann man noch so viel machen, wenn ich jetzt, weil wir letztens Valheim durchgespielt haben, da gibt es ja auch den Umhang, wo man so einen Wolfskopf auf der Schulter hat, vielleicht sowas irgendwie, vielleicht Umhänge, die ein bisschen mehr drauf haben. In Battle for Azeroth gab es ja damals auf der Beta, wo ich noch gespielt hatte, schon Tests, wo sie spezifische Umhänge oder einen spezifischen Umhang von dem Warfront-Set getestet haben. Und der Warfront-Umhang, der ging auch so halb über die Schulter und ist dann so runtergehangen. Aber ich denke mal, dass sie das einfach irgendwie von der Engine her nicht hingebracht hatten damals. Aber vielleicht sind sie mittlerweile so weit. Ich meine, das wird ja auch ständig weiter ausgebaut. Deswegen sehr, sehr gespannt, was sie da dann schlussendlich vorhaben. Und ob es dann halt irgendwie, ja, dann noch mehr irgendwie Kostümisierungsmöglichkeiten gibt für seinen Transmog. Jetzt, wo man auch einzeln Schultern moggen kann, das ist ja auch was. Vor allem die Cutscenes werden ein bisschen besser mittlerweile mit den Ingame, mit den Mundrändern und so weiter. Boah, da gab es eine richtig geile Software, aber ich glaube, das war nicht in ihrer Engine drinnen. Das war, glaube ich, Unreal Engine 5 in der Tech-Demo drinnen, wo quasi Charaktere, die Gesichter in Echtzeit gerendert werden können, je nachdem, wie die Stimmlage oder die Aussprache gerade ist. Das sah schon sehr, sehr geil aus, wo Leute, die halt dafür da sind, dass sie Gesichter animieren und so weiter, nicht mehr so viel machen müssen in dem Sinne, weil es halt mehr oder weniger von alleine geht schon, je nachdem, wie das Audio-File ist. Sowas fand ich auch recht beeindruckend, muss ich mal sagen. So. Jetzt kriegen wir nochmal einen Rucksack. Jetzt lernen wir nämlich hier verkaufen und kriegen hier einen Wappenrock. Den nehmen wir natürlich auch gleich mit. Kriegen hier unter anderem auch noch einiges an Gear. Das könnten wir eigentlich auch mal alles anlegen. Kriegen hier so einen schicken Kolben. Seht ihr, was ich meine? Das Gear, was ich jetzt kriege, ist einfach von der Texturqualität einfach bei Weitem unter dem, was ich vorher anhatte. Das finde ich ein bisschen schade halt. Ich meine, man kriegt hier dann später diese Kriegsfrontenrüstung, aber ich weiß nicht, da hätte ich halt auch gerne das Set nochmal in der Recolor-Version oder ein bisschen aufgebohrt oder so. Weil die sehen halt schon nochmal bei Weitem schicker aus als die anderen Teile hier. So, da gibt es nämlich auch die Klassenquests, die finde ich auch sehr, sehr geil. Das wäre auch was, was ich mir mit dem nächsten Addon irgendwie wünschen würde. So ein paar Klassenquests, wo man halt, ich weiß nicht, wenn es halt nur Abilities anlocken ist oder vielleicht eine eigene Waffe, die man auf einer gewissen Stufe kriegt oder so. So, das ist halt ganz cool. Was sich halt minimalistisch unterscheiden von den anderen Klassen und so. Sowas feiere ich irgendwie. Ich weiß nicht, das hat irgendwie was Spezielles halt. Wenn man sich da mit seiner eigenen Klasse irgendwelche Sachen freischalten kann, weil früher gab es ja auch diese ganzen Klassenquests mit BSF gehen als Paladin, wo dann die Bahn und so weiter geholt hast und so eine Stangenwaffe gebaut hast, als Blutelf zum Beispiel. Sowas finde ich halt immer irgendwie, ich weiß nicht, sowas finde ich immer irgendwie interessant. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir sowas in der Art ja, irgendwann mal wieder kriegen. Wir haben einen Jäger hier. Jo, der hat gerade angefangen mit WoW. Hat er sich Collector's Edition gegönnt? Ja, aber er hat Hearthstone gespielt. Er hat Hearthstone gespielt, nachdem er die Maus besitzt. Dann können wir das hier verbrennen. Und wenn wir das verbrannt haben, dann sehen wir die ganzen Mitglieder, gefangene Geisterwölfe befreit. Wo sind die Geisterwölfe? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Quest, glaube ich, als Schamane hier noch nie gemacht. Jo, die drehen sich so alle nach und schauen die ja nach, oder? Ja. Das habe ich noch nie gemacht hier. Ich habe noch nie einen Schamane gelevelt hier, deswegen. Das ist mir neu. Aber das ist halt so cool irgendwie. Das ist halt so was Einzigartiges irgendwo, was deine Klasse halt spezifisch dann ausmacht. Das hat halt irgendwie was. Das hat halt irgendwie einfach was Besonderes, weil wenn das halt nicht unbedingt jeder sieht oder wenn halt das nächste Mal ein Char levelst und so weiter und du kommst halt zu den Quests, dann hast halt wieder irgendwas, was du noch nicht kennst, mehr oder weniger. Das ist halt schon immer irgendwie geil zu sehen. War der jetzt da drüben gerade oder stehe ich gerade am Schlauch? Ich glaube, ich bin rausgelaufen, oder? Ja, ich glaube, der war unten, das war unten noch. Sowas ist halt schon irgendwie geil. Fühlt sich halt mega beobachtet einfach ganze Zeit.
So, wo ist mein letzter Wolf? Da drüben, oder? Da drüben ist er. Ganz drüben oben. Gebunden durch nekrotische Magie an einen Bereich gebunden. Alles klar, mein Lieber. Gleich bist du nicht mehr gebunden und dann kriege ich den Geisterwolf. Können wir den noch befreien? Zack. Boom. Das müssen wir jetzt wohin bringen? Das bringen wir jetzt wieder zurück hier. Sieht, was in der Ebene zwischen Leben und Tod wartet. Bisschen merkwürdig, dass man noch keine Minimap hat am Anfang. Das finde ich irgendwie mehr verwirrend, als dass es hilft, wenn ich ehrlich bin. So, dann können wir das hier abgeben und dann kriegen wir hier, zack, unseren Geisterwolf. Damit können wir nämlich ein bisschen schneller durch die Gegend laufen. Ich meine, ich hätte die ganze Zeit auch das Chopper Mount benutzen können, aber ist doch ganz nice hier so eine kleine Erkundungstour mit dem guten Galadro. Allerdings, lass uns jetzt für die allererste Folge mit dem Schamanen-Let's Play hier erstmal sein. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit gerne Fragen in die Kommentare stellen. Wenn ihr einen Brief in-game schicken möchtet, so wenn ich nächstes Mal so weit komme, dass wir schon einen Bosskasten holen können, dann könnt ihr das jederzeit gerne machen, und zwar indem ihr auf dem Server Rexar auf Seite der Allianz einen Charakter erstellt und dann den guten Galadro hier schickt. Und ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr sonstige Anmerkungen oder sonst noch irgendwas habt, dann könnt ihr das wie immer gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Nicht vergessen, mir auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.